3498, 3499, 3500. Ja, 3501. YouTube hat richtig gezählt. Wir sind jetzt eine schlagkräftige Truppe von 3500 plus. Yo, super. 3500 Abonnenten. Vielen Dank für die Treue und für die neue. Und auf die nächsten 500. Das war den 4000er bald erklimmen. Rein geht's. Jo, und apropos schlagkräftige Truppe und Teamwork, hier in der Infokarte Übertore-Challenge, da könnt ihr alle noch mitmachen und euch beteiligen an diesem Gemeinschaftsprojekt, wo wir immer die Übertore Europas suchen aus den Top-Ligen und Bundesliga 1 und 2. Schaut rein, macht mit. Ebenso Bundesliga-Tipps nochmal bereitgestellt. Da könnt ihr auch gerne mittippen und die summierten Quoten werden den Sieger bestimmen. Ich bin gespannt. Es heißt alle gegen den Würfel. Den Kampf gegen den Würfel, den packen wir auch als Gemeinschaft. Den machen wir platt, den Kollegen. Gut, am Wochenende haben wir uns selbst ein bisschen platt gemacht. Schade eigentlich, weil am Sonntag, also die letzten Wetten waren ja noch bei den Länderspielen. Am Sonntag hatten wir die Schweden-Wette gegen Norwegen, haben wir gesagt, die 1 und über 2,5 Tore. Das hat eigentlich ganz gut angefangen, weil kurz vor der Halbzeit gab es das 1-0 für die Norweger und dann relativ fix dann auch das 1-1 nach der Halbzeit. Ja, dann blöderweise nicht das 2-1, sonst wäre eine schöne 3-1 drin gewesen, aber an sich so vom Wettmatchplan halbwegs gut, prognostiziert und gedacht. Irgendwann sitzt auch so ein Ding. Gut, was hatten wir dann? Montag, die Deutschen. Die machen es aber auch immer anders, verkehrt herum, wie wir. Die Deutschen haben uns irgendwie die Länderspielbilanz gekostet. Gegen die Niederlande machen sie es so, erste Halbzeit gewinnen sie, wie sonst ja auch vorher. Dann, da erst Handicap-Sieg, sogar dann am Ende in Nordirland, aber eben nicht die Halbzeitführung. Der Werner hat es auf dem Schlappen gehabt. Ja, im Vereinstrikot von RB, da ballert der den Innenwinkel. Ja, war wohl nix. Aber Montag hatten wir noch eine Zweierkombi drin, sogar eine recht gute mit 2,22 dotiert. San Marino, Zypern, über 2,5 Tore. Dazu dann Lettland, Nordmazedonien, den Nordmazedonien-Sieg. Ja, recht schick und relativ easy reingegangen. Dann die Ungarn auch noch am Montag. Haben eigentlich laut Zahlen das Spiel weitestgehend dominiert und hatten auch mehr Chancen, mehr Spielanteile. Ja, aber Slowakei war eiskalter, das Head-to-Head 1 somit zertrümmert, weil die Slowakei hat knapp mit 2-1 gewonnen. Schade, die Einzelwetten waren es nicht. Die Zweierkombi am Dienstag war wenigstens noch drin, das über 2,5 Tore. Bei England-Kosovo sehr, sehr easy, am Ende war es ja 5-3. Ja, ein ganz flottes Spiel. Und Litauen-Portugal, Handicap-Sieg der Portugiesen am Ende ja auch deutlich mit 5-1 gewonnen. 1,95, die Zweier-Kombi drin. Easy. Somit die Monatsbilanz September. Immer noch nicht so dufte, minus 16,78. Aber ein bisschen mickrig verbessert, weil vorher war sie bei minus 17. Ich papp's mal hier ran. Let's go. Haben wir das. Und ab in die frischen Tipps. Und ich räume hier mal kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschö. Wollen wir mal loslegen. Ja, eine Wette hatten wir ja schon platziert. Das war der Schalke-Sieg in Paderborn. Das ist Sonntag um 18 Uhr. Quote 2,30. Ich habe es hier auch nochmal eingeblendet. Ist bisher stabil geblieben. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die sich noch verändern wird. Also Schalke-Sieg wird sinken, meines Erachtens. Ja, schnappt dazu und wenn wir schon mal beim Thema sind, das ist eine schicke Zweierquote und ihr braucht Zweierquoten für die Erfüllung der Bonusbedingungen und die Bonusbedingungen sind gemeint von Bet3000. Hier unten in der Beschreibung könnt ihr euch den Willkommensbonus abholen, da gibt es 100% auf bis zu 150 Euro, müsst ein paar Mal umsetzen, natürlich die Bonusbedingungen gut lesen und ja, wir haben auch heute noch ein paar Zweierquoten für euch parat.
Ja, also fangt an und ja, natürlich über unseren Link. Dann haben wir auch ein bisschen was davon. Unterstützt uns mit. Und ja, hier läuft der Kaffee gut und gibt vielleicht auch mal einen guten Wein oder sowas. Nach einem erfolgreichen Wochenende natürlich. Nur. Und ja, Freitagabend ist es natürlich wieder soweit. Die Freitags-Bundesliga-Partie gibt es auch auf DAZN zu sehen. DAZN hier unten auch in der Beschreibung. Ab in den Gratismonat. Wir auch ein paar Cent davon. Gut, auch gleich zum Spiel haben wir noch eine Wette, aber wir beginnen mit Greuther Fürth gegen Wien Wiesbaden. Die Partie um 18.30 Uhr und da sagen wir, es gibt einen Heimsieg, die Quote ist 2.0. Der Klos hat es nach dem letzten Spiel gesagt, also der von Bielefeld. Da haben die Fürther 2-2 gespielt, waren 2-0 in Führung und Bielefeld musste bei der Hitze dann noch das 2-2 sich erkämpfen. Der hat die gelobt und meinte halt so, ja, er versteht das gar nicht, dass über die immer, dass die immer nicht so gut gehandelt sind. Und es ist tatsächlich offensichtlich, die hatten ja zuvor auch schon 1-1 in Hannover gespielt und waren nah am Sieg da sogar dran, dass die manchmal doch ein bisschen unterschätzt werden. Also auch von den Bookies, weil 2-0, die Quote auf den Heimsieg, wo die übrigens seit 4 Wochen nicht mehr gespielt haben, die sind heiß wie Frittenfett. Mal wieder ein Heimspiel, ja, zuletzt Auswärtsspiele. Und Wien Wiesbaden zuletzt 0-5 verloren gegen den Jahn. Auch davor ein 0-3, beziehungsweise ein 3-0, eine Führung, noch abgeschenkt in Bochum, 3-3 am Ende. Also die haben zuletzt 0-8 Gegentreffer bekommen. Ja, und die haben da Räume geboten. Also mein lieber Herr Gesangsverein, das wird, und wenn das nicht ein bisschen verbessert, also was willst du in der kurzen Zeit in der Länderspielpause da verbessern? Klar, hat der Rehm erkannt, wo die Schwachstellen sind, aber ja, das Team ist halt auch nicht gut genug, damit die das so schnell einspielen. Klar geht es um Zweikampfverhalten etc. pp. Aber dennoch werden die das so schnell nicht geregelt bekommen. Und Fürth hat eine wirklich technisch starke Offensive. Der Nielsen dabei, der Higota ist auch ein Knipser. Dann der Keita Ruel, der Mohr macht Tore, der Green. Etliche, die Buden machen können. Also wer da noch höher gehen will, für mich relativ offensichtlich, dass das auch ein über 2,5 gibt. Dann kriegst du, glaube ich, eine 2,6, 2,7er Quote. Kann man auch mitnehmen, vor allen Dingen, wenn die unter eine 2 gefallen sein sollte und ihr ein Bonusprogramm runterspielen müsst. Gut, jetzt kommen wir zur Freitagabendpartie. Wie gesagt, DAZN, checkt da ein. Über den Link Düsseldorf gegen Wolfsburg. Da sagen wir klipp und klar über 2,5 Tore. Ja, weil Düsseldorf ist heiß, endlich mal gegen die Wölfe siegen. Und die Wölfe haben halt auch ein paar Abwehrsorgen. Beziehungsweise Keeper Castells fehlt verletzt. Der zweite Mann muss ran. Der ist auch kein schlechter. Ist Perwan, Österreicher, immerhin auch Nationalkeeper-Ersatz. Dann der Brooks ist verletzt von der Länderspielreise zurück. Da muss also umgestellt werden in der Abwehr. Dann ist natürlich ein ganz herber Verlust der Xaver Schlager. Aber der Weghorst, der wird auch mal endlich wieder eine Bude finden. Ja, und Brekalo gut drauf. Der kommt gut aus der Distanz. Und ja, muss es auch sein, weil Zach Steffen ist ein Top-Keeper. Aber die werden ein paar Unhaltbare da raufballern. Und dann hat er auch das Nachsehen. Über 2,5 Tore finde ich super in einem Spiel, wo es hin und her gehen wird. Vor allen Dingen auch wirklich der Hennings hat gerade eine gute Trefferquote. Der Karaman Tekpetey, die kann er sogar noch von der Bank bringen, wie ich das gerade sehe in der voraussichtlichen Aufstellung. Dann hier, wer kann da denn noch Buden machen? Hier der Baker, der gerade frisch dabei ist. Und der Tommy, Eric Tommy gekommen von Stuttgart. Ja, die haben ein paar Jungs, die halt echt Buden machen können und die auch wirklich Gas geben. Über 2,5 Tore sollte locker drin sein. Quote 1.65, hatte ich die überhaupt schon genannt. Gut, das war es erstmal mit dem Freitag. Samstagmittag geht's auch direkt weiter mit Zweitligapartien. Die erste davon ist Heidenheim gegen Kiel. Da gehen wir auf die 1 für 2.50. Ja, weil Heidenheim braucht definitiv mal den ersten Sieg diese Saison und zu Hause definitiv sehr angebracht, das zu vollstrecken. Kiel gefällt mir bisher noch nicht so gut, haben gerade auch erstmal einen Sieg hinbekommen, auswärts auch noch nichts gerissen. Ja, und das ist unter Schubert jetzt noch nicht so das Kiel, was wir aus der letzten Saison kennen. Und das wird, glaube ich, auch noch eine Weile
dauern halt, bis das funkt zwischen Trainer und Mannschaft, bis da wieder richtig der Esprit drin ist. Bei Heidenheim finde ich es halt ganz bemerkenswert, wie die in Nürnberg nochmal zurückgekommen sind und Top-Tore erzielt haben. Muss man ja erstmal wegstecken. Der Dovedan, der Ex-Kollege, trifft dagegen ein. Dann ein Traumtor von Johannes Geis und dann binnen kürzester Zeit haben sie es geschafft, das Spiel noch zudrehen auf ein 2-2 und dann auch nicht unverdient mit einem Punkt nach Hause gefahren. Ja, fand ich sehr bemerkenswert, vor allen Dingen echt druckvolle Tore erzielt, wirklich so eine Scheißegal-Stimmung da reingebracht, nicht lange nachgedacht, tolle Tore, einfach mit wuchtig drauf die Dinger. Ja, und da werden sie dran anknüpfen, weil der Schmidt, der war auch echt nach dem Spiel im Interview mega euphorisiert und ja, das ist das Heidenheim, was ich sehen will und das, was wir eigentlich zeigen wollen und sind. Ja, und meistens ist es so bei diesen Teams, dass sie an sowas, an so ein Erfolgserlebnis, was sie ja vorher nicht hatten, also hatten ganz am Anfang halt diesen Sieg in Osnabrück, wo sie ein bisschen von einer roten Karte gegen Wolze profitiert haben und dann durch Einwechslungen relativ glücklich da gewonnen haben. Danach war es halt tatsächlich nicht mehr das Heidenheim. Ja, und jetzt knüpfen sie da dran an und machen Kiel einfach platt. Von der ersten Sekunde erwarte ich da Vollgas. Der Schmidt wird die nach oben pushen. Die haben sich als Team gepusht durch diesen Punkt in Nürnberg. Das wird wuppen. Nächste Partie, ebenfalls Samstag, Mittag 13 Uhr, ist hier in Regensburg gegen den VfB Stuttgart. Da sagen wir, es gibt einen Auswärtssieg. Die Quote ist da 2.10. Jo, da sagt er jetzt, der Jan, der hat aber in Wiesbaden da 5-0 gewonnen. Ja, ich habe es eben schon gesagt, es ist nun mal so, dass wir in Wiesbaden denen auch Räume gegeben hat. Eieiei, also irgendwann haben sie sich auch total aufgegeben und ja, der wie heißt der, George, der brauchte nur noch da einschieben. Der Grüttner hatte einen guten Tag, aber der hat auch Platz bekommen. Den kriegt er von Stuttgart nicht, außerdem sind die vorgewarnt. Und ja, die wollen ihren ersten Auswärtssieg. Haben eine ganz andere spielerische Klasse, stehen da defensiv richtig gut geordnet, kontrollieren das Spiel, so wie in Rostock zum Beispiel im Pokal, da haben die 95% Ballbesitz oder sowas gehabt. Okay, Jan hatten eben schon genannt ein paar gefährliche Spieler, Grüttner und George muss man unter Kontrolle haben, aber ansonsten ist das auch nicht so super duper, was der Jan da zu bieten hat. Werden gegen den Abstieg spielen. Der VfB Stuttgart muss jetzt anfangen, auch auswärts die Dreier zu holen und da fangen sie in Regensburg an. Habe ich keine Zweifel, die werden das Spiel dominieren. Gut, dann die nächste Partie. Gehen wir in die erste Fußball-Bundesliga. 15:30 Bundesliga-Zeit. Unsere Partie BVB gegen Bayer Leverkusen, da sagen wir über 3,5 Tore im Spiel. Die Quote ist schöne 2.0. Ja, ist auch der Favorit von allen in der Übertore-Challenge. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich hier drehe, haben, glaube ich, 35 Leute mitgemacht und 25 plus XY haben BVB gegen Bayer in der Übertore-Challenge gewählt. Das ist ein klares Votum und ich hätte es auch genommen, wenn es der Jörg mir nicht weggeschnappt hätte. Das ist für mich ein klares Übertore-Spiel und auch über 3,5 Tore. Weil, wenn ich das so lese, jetzt voraussichtliche Aufstellung, endlich Witzel in der Mitte, Reus Brandt daneben, mittig, Thorgan Hazard, Sancho, wow, und dann Paco Alcácer in der Mitte und hinten in der Abwehr, ja, ist die einzige Problemstelle, weil Akanji verletzt wird sicherlich noch nicht gebracht, der Weigel wird ihn vertreten, aber auch über außen, Hakimi, Piszczek, nach vorne hui, oft nach hinten ein bisschen, natürlich das Spiel dann ein bisschen offener. Dürfte Leverkusen auch Möglichkeiten geben, aber das ist halt so ein Spiel. Geht hin und her, so spielt halt Leverkusen gegen BVB. So passiert das Spiel immer, das ist ein offener Schlagabtausch, da werden Tore fallen. Definitiv, mindestens 4. Gut, zudem natürlich halt auch die Leverkusener werden ja auch nicht zweimal hintereinander 0 Tore erzielen, wie letztes Mal hier Hoffenheim 0-0. Hoffenheim, ungewohnt defensiv. Nein, die haben auch mal wieder Bock auf Tore. Und der BVB muss sich warm schießen für Barcelona die Tage, wo man noch keinen Gedanken dran verschwenden sollte. Einfach bam, das Ding runterwuppen, den Sieg einfahren, deutlich. Ja, wie gesagt, ein paar Gegentore gibt es auch. Können sie mit leben, wenn sie mehr schießen. 3-2 hatte ich gesagt bei den Bundesliga-Tipps.
Könnte mir sogar mehr vorstellen. 4-2, 4-3. Ja, wollen wir es nicht übertreiben. Hauptsache über 3,5 Tore sind drin. Fertig. Gut. Ebenfalls aus der Übertore-Challenge mein Tipp dort. Union Berlin gegen Werder Bremen. Über 2,5 Tore nehmen wir da für 1,70 die Quote. Dann hat sich gestern auch noch der Moisander verletzt. Das heißt, Bremer Abwehrsorgen steigen immer mehr, schon wieder alles komplett neu formiert. Die Offensive zwar wirklich gut besetzt, Füllkrug, von dem erwarte ich da was, vom alten Schlitzohr. Die Försterei dürfte doch genau sein Terrain sein. Er wird treffen, Osako wird treffen. Ja, und wie gesagt, Werder hat Abwehrsorgen und da wird, denke ich mal, Union das auch nutzen wollen, voll auf Sieg spielen, weil das muss man ausnutzen, wenn man gegen den Abstieg spielt, so einen dezimierten Gegner, der eigentlich besser ist mit den Namen im Kader, muss man volle Pulle pölen. Deswegen denke ich, fallen auf beiden Seiten Tore, ja, und ist locker drin, das über 2,5 meines Erachtens. Gut, dann machen wir weiter mit, haben wir irgendwas vergessen? Ne, wir gehen schon in den Sonntag und zwar mittags haben wir dann auch um 13.30 Uhr die Zweitligapartie Darmstadt gegen Nürnberg. Da sagen wir Head-to-Head auf die 2, gibt eine schöne 1,75, wenn es passt. Bei Unentschieden, das besagt das Head-to-Head, gibt es das Geld zurück. Heißt woanders auch mal Draw No Bet, bei Bet 3000 halt hier heißt es, bei Unentschieden Geld zurückwette mit einer Tendenz. Das ist in unserem Fall Nürnberg. Und warum das? Ja, weil man muss einfach sagen, Nürnberg hat sich gut verstärkt mit dem Frei. Der funktioniert ja direkt auf Anhieb. Der Dovedan macht da Buden. Und sie werden auch aus diesem 2-2 gegen Heidenheim gelernt haben, dass man es bis zum Ende zocken muss. Zudem, der Hack kommt auch super selbstbewusst von der U21, hat da Buden gemacht. Ist gut drauf, auch noch ein paar andere, also hier der Geist mit seinem Traumtor und so weiter und so fort, hatte ich den schon genannt, ist wurscht, ist ein Top-Team, Kanadi kommt da immer besser an mit seinen Ideen, man merkt so richtig, da steht eine Einheit auf dem Platz und jetzt muss die Verteidigung auch noch checken, dass man da konzentriert die 90 Minuten runterpölt. Obendrein bei Darmstadt der Piasson oder wie heißt der Isländer, der fehlt auf jeden Fall gelb-rot gesperrt, ist wichtig im defensiven Mittelfeld, wird da nicht zur Verfügung stehen. Ja, und die haben die letzten drei Spiele auch, glaube ich, kein einziges Tor geschossen. Ich meine, klar, sind jetzt auch nicht so scheiße, nicht so schlecht. Gramotz ist guter Trainer. Wir sichern uns deswegen auch mit dem Head-to-Head ab, weil Darmstadt ist ja auch ein bisschen Remis-König der zweiten Liga, so. Habe ich immer ein bisschen Sorge. Gut, sollte aber sitzen. Wer sich mehr traut, wer im Bonusprogramm ist, nimmt direkt den Nürnberg-Sieg. Dann haben wir am Montag noch eine Partie, beziehungsweise Sonntag 18 Uhr haben wir ja auch noch die Schalke-Partie. Da gibt es alle Infos in den Bundesliga-Tipps. Da habe ich ja die Analyse zugemacht. Hat sich auch nichts geändert. Auch die Quote nicht, also schnapp dazu. Am Montag nehmen wir noch eine Partie und zwar FC Turin gegen Lecce. Die Partie um 20:45 Uhr. Serie A ist das natürlich und dann immer den Heimsieg für 1,55, weil FC Turin einfach viel, viel besser im Saft. Die haben die Euroleague-Quali schon gespielt, sind gut eingezockt, also die Vorbereitung auch früher begonnen. Die sind schon richtig gut auf dem Zenit, leider natürlich im Euroleague-Finale gegen die Wolves verloren und es nicht geschafft. Aber das war auch wirklich der härteste Gegner, denke ich mal, neben Frankfurt. Das ist keine Schande, aber jetzt will man es dieses Jahr, glaube ich, mal sofort packen und sich direkt qualifizieren und so ein Vierlefanz erst gar nicht mehr mitmachen. Belotti, 2 Länderspieltore in Armenien gemacht, gutes Spiel. Brauchte in Finnland gar nicht mehr einschreiten, da hat Chiro übernommen, das heißt, da konnte der sich auch erholen. Steht zur Verfügung und Turin hat bisher richtig top gespielt. In Bergamo gewonnen und das erste Spiel haben sie auch gewonnen. Das heißt, sie sind voll im Soll und Lecce halt eben nicht. 4-0 bei Inter verloren. Nächstes Spiel auch verkackt. Weiß nicht mehr gegen wen, aber ist auch Wumpe, weil FC Turin einfach viel, viel besser in allen Belangen. Lecce wird noch eine Zeit brauchen, in die Liga reinzufinden. Und wie gesagt, der Fitnessvorsprung von Turin ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen nehmen wir auch mal eine kleine 1,55 mit. Wer im Bonusprogramm ist, nimmt den Handicap-Sieg, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ja, eigentlich muss der sogar drin sein. Also Quote 2,4 oder 2,5 definitiv auch zu hoch, da ist Value drin.
Gut, das war's mit den Tipps. Ich guck mal lieber nochmal, ob wir was vergessen haben. Ist ja so alle so ein bisschen beieinander geknubbelt, aber es sieht gut aus. Wir haben alle Tipps und jetzt seid ihr gefragt, nachdem ihr den Daumen hier unter das Video gepinnt habt, endlich abonniert habt. Ihr wisst, wir wollen Richtung 4000, bam bam. Erzählt es euren Kumpels auch, betätigt die Glocke, seid einmal stets informiert und jetzt sage ich erstmal toi 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 für unsere Tipps und für eure Ideen. Und die könnt ihr wie immer hier unten in die Kommentare reinballern. Jo, und wann sehen wir uns sie wieder? Also ballert die rein, ich gucke sie mir an und dann schnacken wir ein bisschen drüber und ja, schauen wir mal. Wann sehen wir uns wieder? Ja, nächste Woche Champions League. Yo! Und The Zone ist auch dabei. Und hier ein kleiner Vorgeschmack. Schöne Bilder. Gut, freuen wir uns drauf. Und dann sehen wir uns halt schon sehr bald wieder. Nächste Woche haben wir 5 Folgen vor der Flinte. Jo, das wird anstrengend, das wird heiß, aber macht auch Bock. Also, erstmal schönes Wochenende und viel Erfolg für die Tipps.